Liebe Genossinnen und Genossen, ich lebe in einer Wohngegend, wo ich tagtäglich miterlebe, wie meinen Nachbarn die Lebensgrundlage entzogen wird. Da ist die Alleinerziehende, der das Kindergeld und der Kindesunterhalt an Hartz IV angerechnet wird. Da ist der 55-jährige Arbeiter, der sich die Knochen kaputt malocht hat, vor Schmerzen kaum laufen kann und kein Geld für Therapien hat. Da ist die kleine Familie, die sich mit Billigjob halbwegs das übers Wasser hält und als die Waschmaschine kaputt ging, sie sich die Neuanschaffung regelrecht vom Mund absparen mussten. Und ihnen wird noch suggeriert, sie seien an ihrer Situation selber schuld. Sowas macht mich wütend. Viele fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, ohnmächtig und gedemütigt. Vor diesem Hintergrund formt sich der größte Rollback der Nachkriegsgeschichte. Der gesellschaftliche Diskurs ist rassistisch und nationalistisch gefärbt. Doch spricht man mal mit den Menschen, hört ihnen genau zu, dann zeigt sich Folgendes. Oft haben sie keine feste faschistische Geisteshaltung. Sie treibt die soziale Frage um. Denn hätten sie eine gute Arbeit, hätten sie bezahlbare Wohnungen und ihre Kinder eine Zukunftsperspektive, dann hätte es der braune Mob bedeutend schwieriger, seine menschenverachtende Ideologie unter die Leute zu bringen. Lassen wir nicht zu, dass diese Rassisten die Seelen der Menschen vergiften. Deshalb gilt für mich nach wie vor, eine kluge Sozialpolitik ist ein scharfes Schwert gegen jegliche völkische nationalistische Ideologie. So, und jetzt kommen wir ins Spiel. Wir sind 8000 Mitglieder. Das sind 8000 Multiplikatoren und wir werden immer mehr. Lasst uns gemeinsam eine Charmoffensive entwickeln. Eine Charmoffensive, in die jeder und jeder mitmachen kann, je nachdem, wie viel Zeit er hat. Egal, ob 5 Minuten in der Woche, 5 Stunden in der Woche oder 5 Tage in der Woche. Kämpfen wir um die Herzen und Köpfe der Menschen. Stellen wir die soziale Frage in den Mittelpunkt unserer politischen Auseinandersetzung.